Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Na gut, fahren wir mal rüber. Wir treffen uns mal mit Curry. Was sagt eigentlich die Uhr im Moment? Moment, falsche Taste. Ja. Ist okay, 5 Uhr morgens. Wir können ja warten, denke ich mal. Schauen wir doch mal, was der noch will. Gehst du darüber? Das ist nett. Dass du bremst oder beziehungsweise hier stehst nicht so ganz. Oh gut. Ampel ist halt rot. Da kann man halt nichts machen. Ja, tüt. So, müssen wir jetzt Bus fahren oder so? Nein, wir warten einfach. Ja, dann gibt es leckeres Essen, wie es aussieht. Endlich. Hey! Los, die 15 Minuten Ruhm für diese kleinen Idioten sind jetzt abgelaufen. Hey, wie ist nun der Plan? Easy. Wir gehen rein, finden die Umkleide der Schlampen, machen unser Ding und hauen ab. Aber ich darf nicht gesehen werden. Das wäre kostenlose PR für die. Aha. Und die hast du ihnen schon genug beschafft. Der brennende Truck war in allen Feeds und allen Sheets. Spar dir die Sprüche. Sag mir, wie wir reinkommen. Naja, manchmal liegt die Lösung auf der Hand. Wir kaufen Tickets. Okay. Erstens, bist du bescheuert? Die Fotzen kriegen keinen Annie von mir. Zweitens, ist ausverkauft. Okay. Wir finden einen anderen Weg rein. Sehen wir uns um. Okay, dann gucken wir mal. Wie? So, scan die Fenster, klau 2 Tickets. Okay. Warum nicht? Na dann komm, lass uns mal gehen. Hätten ja gerade noch was essen können. Fember. Können wir mit dir eigentlich mal reden? Das wäre die Alternative. Das wäre der Zutritt einfach. Tickets? Ist die Show echt ausverkauft? Angeblich schon seit Wochen. Überrascht mich gar nicht. Ich schon. Moment, komm gleich wieder. Mir doch egal. The cult hit musical Corporate Wars is back in theaters near you. Jeden Tag das Gleiche. So, Fangirl. Wahrscheinlich die weiter wegstehen. Ah, guck mal. Einmal Ticket. Bin ein echter Glückspilz. Zweimal Ticket. Sehr schön, können wir noch Short mitnehmen. Gibt ja alles XP.
So, nun? Guck mal. Ohne Ticket kein Einlass. Alles klar. So, hallo, VIP-Tickets. Und so. Die Ask-Craig-Songtexte. Blue Moon, Redmans, ja. Zum Backstage-Bereich. Ich gönn mir gerade noch was. Den neuen schon probiert? Noch nicht. Hier unten wäre halt noch irgendwas zum Moderelf. Rody. Oder Fanleute. Du bist eine Überwachungskamera. Ich hätte dich gerne aus. Tatsächlich. Sicher ist sicher. Oh Gott, ich habe eine Nova-Idee. Wenn wir zum Konzert gehen, schenken wir ihr was. Auf ihrer Seite steht, dass sie alle gern teuren Tee mögen. Vielleicht könnten wir eine Tasse für sie machen. So für Matcha, weißt du? Oh Mann, ja! Dann vergisst sie uns nicht. Wie Nova wäre das denn? Stell dir das mal vor, in ein paar Jahren treffen wir uns auf der Straße. Durch Zufall. Und dann sagt sie, hey, ihr seid die Mädels aus Night City. Ihr habt diese coole Teetasse für mich gemacht. Super Idee, aber wie kommen wir in den Backstage-Bereich? Hält uns schon noch was ein. Genau, genau so wird das ablaufen. Pässe. Wie ist die Lage so kurz vor der Show? Alles okay? Ja, gab ein paar Probleme mit dem Sound. Die Sternchen wollten ihre eigenen Matrizen. So eine beschissene Spezialanfertigung aus Japan. Die Jungs wussten nicht, wie sie die verlinken sollten. Keine Ahnung. Aber jetzt passt wohl alles. Ein Soundsystem, was? Müssen Smart-Vocoder sein, die den ganzen Scheißjob übernehmen. Schuh, komm schon. Wir haben sie drin gelassen. Geht nicht. Versucht's am Haupteingang, die checken die Liste. Ja, aber bis dahin sind die Holoprojektoren im Arsch. Dann muss ich sie rekalibrieren. Und die Show kann nicht anfangen. Und dann heißt es Sayonara. Dann bist du weg, weil wir nicht unsere Ärsche hinhalten. Fuck. Schon gut, geht rein. Tackert euch die Dinger das nächste Mal an die Stirn, kapiert? Danke, Kumpel. Hast die Show gerettet. Okay. Dann kommen. Ach so, das mit dem. Holoprojektoren rekalibrieren? Woher weißt du so einen Scheiß? Von früher. Hab eine Weile Backstage für Jihan gearbeitet. Und einiges gelernt. War doch nicht ganz umsonst. Woher soll ich wissen, was wohin gehört? Ich hab die Schnauze voll. Ich gehe wieder Zuleitungen installieren. Ach, das. Ronnie wird wohl nach Europa versetzt. Hat er Ihnen gesagt, dass du schwanger bist? Ja, aber er muss gehen. Wir zahlen immer noch seine Implantate ab. Mach dir nichts draus. Noch vor Diegos erstem Geburtstag wurde sein Vater eingebuchtet. Und jetzt sieht er Diego an. Süße, nicht böse gemeint, aber Diego geht für die Tinos auf die Straße. Er verdient seine eigenen Eddies, ich weiß nicht, was du meinst. Na komm, dann gehen wir. Hier rein. Boy von der Wunschtraumaktion? Und jetzt reden wir. Wer seid ihr, Wichser? Der Wichser, den ihr beklaut. Carrie Urodine? Carrie Sun? Sun am Arsch. Das ist keine Teezeremonie. Wie? Lasst ihn reden.
Alles nur ein Missverständnis. Klärt es auf und wir gehen. Aber Carrie-san, was soll das? Wir hatten doch einen Deal, oder nicht? Oh mein Gott, geht's um dieses N54-Interview? Wir wollten niemanden beleidigen oder so. Alt bedeutet heute doch gar nichts mehr. Kein Wunder, dass der Truck nichts gebracht hat. Sind dümmer, als ich dachte. Halt, halt, halt. Was war das mit einem Deal? Wir haben einen Deal mit MSM, um Carrie Sons User-Friendly zu spielen. Unsere neue Single für den Nordamerika-Teil unserer Tournee. Nur über meine Leiche. Aber wir wollten deinen Rock in eine neue Ära bringen. Ist das nicht, was du wolltest? Rock? Ihr? Okay, ich sag euch was. Wurde schon oft behauptet, aber ihr habt es geschafft. Rock ist tot! Ihr habt ihn getötet. Gratulation, Bitches. Dein Manager hat unseren kontaktiert. Hat gesagt, dass du mit uns arbeiten willst. Kovacek? Was zur Hölle? Davon wusste ich nichts. Dieser verfickte Konzern sagt... Hör zu, Carrie-san. Das Cover ist ein Ausdruck unserer Liebe für dich. Lass uns bitte was aushandeln. Rock mag tot sein, aber Carrie ist blind, wenn er nicht sieht, dass die Mädchen Potenzial haben. Sieht aus, als hätte das Label euch alle gefickt. Ihr seid nichts als Marionetten. Sieht ganz so aus. Fuck. Wisst ihr, ist nichts gegen euch. Die Situation ist einfach abgefuckt. Was erwartest du, wenn du deinen dummen Arsch an einen Konzern kettest? Wir reden mit dem Label, Carrie-san. Aber jetzt werden wir unseren Ärger bekannt geben. Dein Song ist nicht in der Setlist. Wir sagen das Konzert ab und verschieben die Tournee. Was sagt ihr da? Das kostet euch Millionen. Die Labels verlieren mehr. Also gut. Ihr seid in Ordnung. Was ich vorhin gesagt habe... Kein Problem, Carrie-san. Selbst Affen fallen von Bäumen. Genau. Gehen wir wie? Warte! Carrie-san, kriegen wir ein Foto mit dir? Nur als Andenken? Warum eigentlich nicht? Wie wärst du so lieb? Moment, lasst uns ein Selfie machen. Gut, dann werde ich das erste Mal diesen Fotomodus benutzen. Okay, dann gucken wir mal. Kriegen wir das hin, dass alle drauf sind? So. Ja. Ja, toll. Super Selfie. Passt. Effekte brauchen wir nicht. Sticker brauchen wir auch nicht. Okay, ich glaube, das reicht. Danke, Carrie-san. Arbeitet ihr gerade an was? Könnt euch bei eurer Single helfen? Wirklich? Ich bleib noch hier, wie. Ich meine, sieh sie dir an. Die Mädels brauchen Hilfe. Ich danke dir.
Viel Spaß. Harrison, ja, alles klar. Vielleicht könnten wir dir von unserer neuen Single erzählen. Über Musik zu reden, das ist wie in einem Rosenbeet zu vögeln. Unnötig, unbequem und im Endeffekt einfach nur mega kitschig. Hm, aber ich mag Rosen. Oh. Vielleicht kannst du dir ein paar Demos anhören. Wir arbeiten an zig Songs. Eher nicht. So gut befreundet sind wir nun wirklich nicht. Wenigstens diesem einen Song eine Chance. So zum Abschied. So, dann schnappen wir so das Geld, das hier rumliegt. Nicht völliger Schund. Der Titel ist gut. Recht eingängig. Aber gut, dann haben wir tatsächlich jetzt da ist zu. Das soweit mal durch, sehr schön. Ich glaube, das gäbe dann halt noch ein paar Alternativmöglichkeiten, hier irgendwie rauszukommen. Och, wenn wir schon mal da sind, können wir uns ja mal umschauen. Mist. Na gut, das hat wahrscheinlich hier aufgemacht. Schätze ich. In Ordnung, kommt da jetzt noch was? Vielleicht noch mal einen Tag warten oder so. Das kann halt auch sein. Ansonsten haben wir echt keine Nebenmissionen mehr. Die Aufträge halt noch. Und halt die ganzen Fahrzeuge. Ich will jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht ins Endgame, muss ich zugeben. Also wie es aussieht, ist halt sonst nichts mehr. Hm. Wir haben bestimmt noch Zeug zu verkaufen, ne? Schauen wir mal. Neue Scharfschützen. Bist du ikonisch tatsächlich? Nee. Achso, das ist nicht mehr als unseres. Aber gut. Hauen wir das vielleicht alles mal raus. Du bleibst. Na gut, die ikonischen sind halt die mit goldenem Hintergrund. Ist in Ordnung. Vielleicht bringen wir das Zeug ja mal weg. So, du bist aber auch tatsächlich nur legendär, ne? Mit einigen Mods. Von daher, danke für die Belohnung, aber ich denke, wir haben da ein bisschen sinnvollere Sachen. Ja, das sollte passen. Vielen Dank fürs Geld. Ich glaube, dann schaue ich mich tatsächlich mal zum Zuhause. Bring mal die Sachen noch, die ikonischen Sachen mal noch weg, dass wir die aus dem Inventar raus haben. Wir sind nicht bei Bloodlines. Have you seen the documentary recently
Hey! So. Ich musste da gerade mal drehen. Verzeihung. Spent the better part of the century in a medical tank to keep him alive. What do the medtechs call it? Gut. Gehen wir jetzt hier einmal hoch. Aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Biodyne Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Nanniten zu entwickeln, die durch eine... Das haben wir auch schon mal gehört. ...konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes ermöglichen. Die Kosten dieser modernen Behandlungstherapie werden mit um die 700.000 Euro Dollar pro Monat beziffert. In den Überresten von Atlantic City. Ja, du? Hast du Langeweile? Geh halt in eine Bar, wenn du labern willst. Du gammelst doch hier rum. So, hallo Lager. Dann, ja, kommst du tatsächlich mal weg. Du kommst weg. Ich glaube, sonst war nichts mehr von Interesse hier drin. Jetzt habe ich den Hammer aufgehoben. Achso, ja gut. Ordnung. Ah, langsam wird das hier was. Ja, ich würde sagen, penne ich tatsächlich mal irgendwie 24 Stunden oder so, keine Ahnung. Dass es nicht so lange war. Aufträge, Fertigkeiten, blablablub. Eine Rückholaktion. Auftragskiller. Mal gucken, ob es hier so, da ist wie gesagt, nach einem Tag sich was tut. Oder ob wir noch länger warten müssen. Also, da haben wir Hauptquest. Ja, genau. Gehen wir mal hier irgendwo hin. Aber jetzt tut's nicht. Ich glaube, dann würde ich einfach mal... Haben wir noch irgendwas? Ne, hier wäre noch ein Auto. Können wir mal kurz hier reingucken. Machen wir halt noch einen kleinen Auftrag mit und dann hoffe ich mal, dass sich dann was tut. Weil so als ganz gelöst habe ich das noch nicht empfunden, muss ich ja zugeben. Das hat halt echt so den Eindruck, als würde da noch was kommen. Also Klartext. Wie viel? Verlang besser das Doppelte. Alleine packe ich das nicht.
Habe einen neuen Job für dich. Du sollst bei Cytec einbrechen und Designs klauen, die einer gewissen Rihanna Kumar gehören. Und Überraschung, Kundin ist sie selbst. Du musst die Sache clever angehen, also sieh dir die Infos ganz genau an. Okay. Jetzt kann ich wieder, danke. So, Datenordnung. Ja. Ist in Ordnung, kriegen wir hin. Denke ich. Hier war noch was, jawohl. Was können wir denn hier breachen? Alle Kameras zählig, cool. Machen wir das. Und nehmen das auch noch mit. Cool, tschüss Kameras. Okay, ab nach oben. Warte, warte! Nein, 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 nein! Stopp, Mann! Geht hier irgendwas ab? Oh ja. Ein Legendär. Eine Menge Geld. Ich glaube, der Abstecher hat sich gelohnt hier rein. Hier war gerade noch was. Sehr schön. So, hier haben wir noch jemanden. Dann Daten stehlen, bitte. Und da wieder raus. So, da sind sie dran gekommen. Mach dich aus dem Staub. Mach ich. So. Meine Tanks. Muss ich auch mal wieder essen. Sehr, sehr lecker, das Zeug. Ich speichere gerade tatsächlich mal, ob ich einfach hier rausspringen kann. Ich meine, ohne die Kameras ist es doch deutlich angenehmer. Jawohl, funktioniert. Cool. Weißt du, nach solchen Jobs denke ich oft, Scheiße, bin ich froh, dass ich wie habe. Mach schön weiter so. Job erledigt. Ja. Und eben halt auch komplett ohne entdeckt zu werden. Nicht mal jemanden ausgeschaltet. Richtig guter Schleichjob hier.
In Ordnung, ich glaube, sonst ist aber auch erstmal nichts hier großartig. Ne, hier wäre noch ein Überfall. Beide nicht getroffen, ne? Komisch, ne? Aber gut, dann haben wir das jetzt auch noch erledigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.